Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade Trip hier 1. Diesmal geht's weiter mit dem Wario Cup in der Special Version auf dem 150er. Das Projekt neigt sich ja langsam dem Ende zu. Es sind ja nicht mehr viele Cups. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Und ich glaube, ich habe mich auch in der Zwischenzeit ziemlich verschlechtert. Weil es diesmal wirklich sehr lange war. Also sehr lange her war. Aber ich hoffe mal, dass es sich nicht zu sehr jetzt darauf auswirkt. Und dass es ganz gut läuft. Aber die Kurve, die habe ich... Ja, das ist diese Standardkurve, die ich nie hinkriege. Das ist die Standardkurve, aber diesmal halt in die andere Richtung. Ich habe gehofft, hier könnte ich es vielleicht besser hinkriegen. Aber es sieht eher nicht so aus. Naja, Vierter bis jetzt. Aber der erste Platz ist schon... Okay, das war gerade Standbild, aber... Ist schon okay. Ich glaube eher weniger, dass es jetzt was wird. Weil der erste Platz ja jetzt schon weg ist. So. Vierter auf jeden Fall. Okay, vielleicht ist es besser, die Kurve so zu nehmen. Na komm, mach mal was. Wie dieser Typ da vorne, dieser B-Typ. Ich weiß halt nicht, wie er heißt. Ich weiß nur, dass der Name mit B anfängt. Naja. Okay, Vierter. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, wenn ich es geschafft habe. Und da backt schon wieder jemand rum, oder? Yes! Yes, yes, yes! Im dritten Versuch läuft er ganz gut. Geht doch. So, und jetzt... Also, Runde 2 Snow Panic beim Wario Cup. Es ist ja jetzt wieder mein erster Versuch, weil ich ja den ersten Versuch nehme und die restlichen dann, oder zumindest den, wo ich gewonnen habe, zusammenschneide. Zumindest habe ich mir das bis jetzt noch so vorgenommen. Ich meine, ich habe ja schon bis Part 11 oder Part 12 geschnitten, also die Folgen geschnitten, aber da habe ich ja meistens gewonnen, zumindest, also zumindest meistens gewonnen. Ja, toll, das war jetzt mal überhaupt nicht gewastet. Ich dachte zuerst, ja, das wird nichts, aber ich habe wohl doch noch Chancen, wie es aussieht. Wenn Peach mich jetzt nicht abschießt. Ich habe anscheinend Luigi getroffen. Klang zumindest gerade so, und das finde ich gut. Ah, vergiss es, Bowser. Oder halt Bowser. Na, Donkey Kong abzuschießen. Hä, ich bin Vierter? Ich war doch gerade eben noch Erster. Hä, er hat einfach diesen Stachelfisch. Oh Mann, nein. Ja, bitte! Ja! Was zur Hölle? Direkt beim ersten Versuch, wie nice. So, Runde 3 wieder. Diesmal wieder Diamond City. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Kurve schlimmer finden soll. Auf der richtig... Also auf der... Ich sag mal, normalen Strecke oder auf der umgekehrten.
Auf der umgekehrten ist es halt ein Stückchen gemeiner, weil es so kurz vom Ziel ist. Nicht auf der umgekehrten, sondern auf der normalen. Ja, ich dachte halt schon, er fällt eine Banane, aber es passiert nichts. Er dreht sich ein bisschen, aber... Oh, hey, aus irgendeinem Grund hat es gerade nicht abgeschossen, aber ich find's gut eigentlich. Ich habe nämlich eigentlich gedrückt. Ah, das war schlecht, das war schlecht. Das war schlecht. Oh ja, stimmt. Ja, aber Donkey Kong hat es leider nicht erwischt, sondern Miss Pac-Man. Hä? Ach, es ist noch nicht die letzte Runde zum Glück. Ich dachte schon, es ist die letzte Runde. Aber... Ach Mist, Mist. Naja. Yes! Ah, Mann! Ja, okay. Ich glaube, ich muss kurz das Spiel neu starten. Das ist jetzt schon etwas länger so. Ja, dann, also, bis gleich. Okay, es scheint wieder zu klappen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was da los ist. Ja. Ich schneide das diesmal nicht raus, diese Stelle, weil ich das gerade gesagt habe. Naja. Ich wollte auf jeden Fall noch erwähnen, dass heute vor einer Stunde und vier Minuten der erste Part rausgekommen ist. Keine Ahnung, was ich einfach mal erwähnt haben. Weil ich produziere jetzt, weil ich jetzt ziemlich viel vorproduziere. Ich habe jetzt auch schon noch ein anderes Projekt vorproduziert. Ist wieder mal ein Pokémon-Hack. Was ich ja eigentlich springen wollte, aber dann das hier gebracht habe. Weil ich es mal spielen wollte. Was ich im Nachhinein vielleicht ein bisschen bereue. Nein, also natürlich noch Spaß. Okay, ein bisschen bereue ich es schon. Wenn man halt bedenken muss, wenn ich den normalen Part aufnehme, dann brauche ich da um die 15 Minuten und bin fertig. Hier aber muss ich ja gewinnen. Da kann es schon sein, wie zum Beispiel das eine Mal mit dem Bowser Cup, wo ich eine Dreiviertelstunde gebraucht habe. Okay, hier habe ich jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Aber... Nee, das Spiel an sich ist ganz cool. Bis eben... auf die KI, die ist ziemlich spielerfixiert, ist mir aufgefallen. Die ist also auf dem richtigen Spieler, nicht auf die anderen Computer, sondern einfach auf den richtigen Spieler. Aber das liegt, keine Ahnung, hier diese Peach und ihr Stab. Die würden ihren Stab nicht einsetzen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Egal wie viele Computergegner die erwischen können, die würden ihren Stab nur einsetzen, wenn ich in der Nähe bin. Das ist ein Kritikpunkt, finde ich. Also ein ziemlich großer Kritikpunkt sogar. Also wenn man mal sehr unfair ist. Und ja, vierter Platz oder fünfter. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt, die Rennen zweimal zu fahren. Ja, wir sehen uns dann, wenn ich das Ganze gewonnen habe, was hoffentlich diesmal schneller geht als bei dem Rennen davor.
So geht doch. Ich wollte übrigens kurz anmerken, dass ich mit Self-Sales gespielt habe, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Habe ich bei dem vorherigen Rennen auch gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gibt es den Pac-Man Cup, der ist hoffentlich etwas einfacher. Ja, dann. Tschüss.